zeige euch, was los ist. Das ist unser heutiges Set. Yeah, nice. Very elegant, yes. Guten Morgen. Heute nehme ich euch mal mit zum Fotoshooting von mir. Schmuckmagazin steht an. Ich freue mich schon sehr drauf. Das ist unser heutiges Set, der Aufbau. Nicht immer ist es das riesengroße High-End-Fotostudio. Manchmal ist es auch der wunderschöne Vorraum quasi sozusagen oder Eingangsbereich des Verlags. Zugegeben, wunderschön. Aufbau von heute. Wir haben das Hauptlicht, ein Oktagon. Da habe ich die Hensel-Anlage angeschlossen, die Trier 24S. Der da unten steht, aus unser Hauptlicht mit dem Oktagon. Von oben als Kopflicht und ein schönes Licht auf den Schultern habe ich eine kleine Lichtwanne. Auch wieder von Hensel, 500. Unten eine 500er mit einem Beauty-Tisch auf den Hintergrund, der mir einen Verlauf von unten nach oben erzeugt. Und um allgemein das Licht noch ein bisschen heller zu bekommen, habe ich da auf der Seite noch eine 1000er von Hensel, die über Topfel über den weißen, über die weiße Decke zurückstrahlt und einerseits noch mal ein bisschen ein Licht auf den Hintergrund gibt und andererseits noch mal so eine gesamt leichte Aufhellstimmung aufs ganze Set. Eine leichte Aufhellung, vor allem beim Model auf der Seite da herum. Ja, das ist der Aufbau von heute und weiter geht's. Yeah, that's beautiful, that's good. Show me a little bit more necklace. Yes. Nice, yes, I love it. Show me the joy, good. Nice. Alini, try to keep your hand always like this, because a hand that's like this is always more elegant than a hand that's like this. It's more like a open chicken wing or whatever, yeah. Exactly, perfect. And then we can see the ring. It's need to be totally front. I don't know how to bring this more. Can you bring this arm down a little bit? Yeah, perfect. You have to close this one so we can see this. Challenge beim Schmuckfotografieren ist immer, dass man den Schmuck natürlich perfekt sieht, dass er schön im Licht ist, nichts verdeckt ist. Und in dem Fall haben wir jetzt zwei Ringe. Und sich der Kunde wünscht, dass der Ring frontal fotografiert wird. Dann haben wir noch eine Halskette, ein Ohrring. Alles muss zu sehen sein, alles gut ausgeleuchtet, alles scharf. Und dafür sorgt auch die Martina, damit die Haare schön wachsen. And now, hold the position and work up and down with the neck, left, right. Okay. Beautiful. Yes. Beautiful, hold it. That's the most beautiful jewelry you ever got. Oh. Verpflegung am Set ist sehr wichtig. Gute Sachen. Ein bisschen Obst, ein bisschen was Süßes, für jeden was dabei. Ganz wichtig ihm auch abklären, ist im Team jemand vegan, macht er gerade eine besondere Diät, Paleo, Keto oder wie das alles heißt. Immer nachfragen vorher schon, dann ist man vorbereitet und dann ist für jeden was mit dabei. Yes, I love the tiny, what you do with the shoulders, whatever, it's beautiful, yes. Excellent. Like for me, this one is like straight, like everything. Yeah, because we have to do it from front. Yeah. So we'll be very centered, very front to the camera. And then you can go a little bit, yeah, exactly. Just tiny little bit slide left, right. Very elegant, very madame, very chic. Yes, beautiful. Nice.
hold it for a second. Can I turn your right arm a little bit more towards the camera so you can see the ring better? Now it's fine. Yes, good. Fine. Doesn't have to be the camera all the time. Yes. Yeah. Look that way. Yeah, nice. Last smile. And the last one. Straight camera. Strong face. Yeah. Awesome. Beautiful. That's it. Bei Schmuck geht es immer um die feinen Nuancen, kleine feine Bewegungen. I love it. Beautiful. Beautiful. Next. Good. Turn your head a little bit to the camera too. Stop. Bring your chin down. Cool. Yes. Beautiful. Wir haben jetzt drei Sets fertig. Jetzt kommt noch ein Set von braunem Hintergrund, dann wechseln wir auf den weißen Hintergrund. Jetzt kommt aber das Cover. Auf das sind wir schon sehr gespannt.